Hallo und herzlich willkommen mit einem neuen Video. Heute fahren wir mit dem Boot aufs Meer hinaus, um zu angeln. Es ist 7.30 Uhr, das Boot fährt bald ab, also los geht's. Los geht der Angelausflug mit der Rezeption von Porto Turistico in Jesolo. Auf diesem Boot hinter mir fahren wir gleich aufs Meer hinaus und dann werden wir Fische fangen. Der Köder wurde schon gesagt. Jetzt geht's los. Wir verlassen die Bucht und gehen jetzt aufs Meer. Nach ca. 20 Minuten Fahrt sind wir angekommen und das Angeln kann beginnen. Da hinten sehen wir Jesolo und links Cavallino. Das ist die Montage. Hier ist es ca. 16 Meter tief. Die Fackel lässt sie eigentlich runter, ist am Grund und dann wird gezupft. Sie haben die Köder vorbereitet. Wenn das nicht zupft, für die anderen Köder nicht fassen. Hier wird jetzt angefüttert. Mit seiner Maschine. Die Futtermaschine befördert immer wieder neue Fischstelle in das Meer. Das lockt die Fische an. Das ist Fisch. Ja, ist der Fisch. Danke schön, Marc. Ein großer, aber immerhin. Bravo, bello, Sugarello. Die ersten Fische habe ich gefangen. Die erste Fische, die ich gefangen habe, war eine Makrele. Jetzt kommen eigentlich erst die Köder an den Haken und zwar Fischstücke. Jetzt mit den Fischstücken lassen wir die Köder am Boden schleifen und haben aufgehört zu zupfen. Jetzt haben wir hier so Fischstücke und auch Haken ohne Fischstücke. Das kommt jetzt hinunter. So bis auf den Grund. Der zweite Fisch. Gefangen. Das war jetzt der zweite Fisch. Ein bisschen größer. Loro faranno tre settimane le Natali, io vado due mesi, faccio tre settimane di vacanza anch'io là con loro, poi inizio a lavorare là. Ma chiamo gli italiani, c'è fame, tu vai là, butti qualsiasi cosa a questo mare. È una situazione bellissima. Il controllo di Köder? È in Köder. La gente si fa 4 giorni, inizia piuttosto a spendere 3.000 euro. Il tramaglio, tutta l'impiantistica. Una volta, 35 anni fa, Jesolo veniva al muretto, al King. Lounge, bar, un momento, era il papaya, il tamburè. Da man hier sehr knapp nebeneinander angelt, fangen sich die Montagen manchmal auf.
Hier kann man nichts mehr machen, außer eine neue Montage. Anche der mangiato, eh? Guarda quel sciolto da lì. Mir ist es nicht so gefallen. Auf der heute verwendeten Montage gibt es einige Haken mit Ködern, also mit Fischstücken, und auch einige Haken ohne Fisch, einfach nur mit diesem künstlichen Köder. Und das lassen wir jetzt einfach runter bis zum Grund und dann fangen wir einen Fisch. Bis. Der dritte Fisch heute. Ja, wieder eine kleine Makrele. Die hat einen Köderfisch gebissen. Ich glaube, die werden wir heute essen. Ich denke auch, die nehmen wir heute mit. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Okay. Nehmen wir mit. Mit diesem Boot, bis wir den Veranstalter, kann man auch Hochsee fischen, zum Beispiel auf Thunfisch. Alles an Bord. Das ist ein Schwamm kleiner Fisch unter dem Boot. Manchmal wackelt es ja auch ein wenig. Nach 3,5 Stunden endet die Tour jetzt. Ein paar Minuten haben wir noch. Hoffentlich passt noch was. Il filo deve sempre essere dritto. Ja. Perfetto. Pausa. Ja, gefangen. Und die nächste. Der vierte Fisch. Der vierte Fisch wieder eine kleine Makrele. Auf den Fisch gebissen. Ein schöner Fisch, aber leider sehr klein. Der kommt wieder zurück. Danke, wird wieder eingeholt. Es ist jetzt 12 Uhr mittags vorbei, die Tour geht zu Ende. Seine Tour, die geht von 8 bis 12.30 Uhr insgesamt mit der Hin- und Herfahrt von Jesolo eben ans Meer und wieder zurück. Wir haben immerhin 4 Fische gefangen, 4 weiße Makrelen. Jetzt im Sommer ist es ja nicht die beste Zeit zum Angeln am offenen Meer bei Tag. Wir fahren jetzt wieder zurück in den Hafen, dann schauen wir, ob wir noch einmal eine Tour machen können und erzählen euch noch etwas mehr, wie man hier in Italien so zum Meeresangeln kommt mit Boot und was es kostet. Mir hat das Meeresangeln gut gefallen, das kann man gerne wieder machen. Hier mündet das Ziel in die Adria. Jetzt packen wir wieder ein.
wieder draußen vergessen, wie es aussieht. Die wird jetzt eingeholt. Am Ende der Fahrt. Das haben wir zum Glück nicht. Aber jedenfalls. Das waren die anderen Gäste, ja. Ja, allerdings. Ich hätte sogar Fisch aufbeißen können. Die Route links sind schön eingeholt. Das Schiff, auf dem wir heute drauf waren, ist das hinter mir. Das Schiff, auf dem wir heute angefahren, heißt Draka. Man findet das ganz einfach im Internet unter Adriatic Fishing mit K geschrieben. Und wir fahren jetzt in unsere Unterkunft. Heute am Vormittag waren wir angeln, am Nachmittag waren wir schwimmen, weil es ziemlich heiß war. Und jetzt wird gekocht. Die Fische, die wir gefangen haben, sind eine Bastardmakrele, auch Stöcker genannt. Die italienischen Leute nennen sie Zuccarello. Wir werden diese jetzt zubereiten. Ich habe sie schon ausgenommen und liegt schon da. Jetzt zeige ich mal schnell noch die Sachen her. Und dann erzähle ich euch, wie sie schmeckt, damit ihr seht, ob sie sich ausfällt zu fangen. Ich habe jetzt das Öl. Als erstes leere ich Öl in die Pfanne. Zuerst würze ich den Fisch mit ein bisschen Salz. Man kann natürlich auch andere Gewürze nehmen, das einem selber überlassen. Das kommt auf beide Seiten. Auch Knoblauch und Pfeffer würde sich dafür eignen. Auch innen ein bisschen. Und danach reibe ich den Fisch mit Mehl ein. Ich wische über Stacheln, wenn ich hochwische, bleiben die Stacheln leicht an meinen Finger hängen. Diese Makrele hat jedoch Stachelmakrele genannt. Sie haben hier circa von da bis da kleine Stacheln, die leicht hängen bleiben. Und jetzt kommt der Fisch ins Öl. Falscher. Jetzt hat es funktioniert. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Bastardmakrele schmeckt. Schauen wir mal, ob das Öl schon warm genug ist. Nein, kurz dauert es noch. Jetzt werde ich den Fisch langsam ins Öl geben. Und während Marc den Fisch zubereitet, schneide ich schon das Video, denn das muss morgen auf YouTube hochgespielt werden. Und wir können da keine Zeit verlieren, denn am Sonntag soll es draußen sein. Genau. Der Schnitt ist soweit schon fertig, nur der Ton muss noch angepasst werden. Und die Kochsequenz muss noch hinzugefügt werden. Jetzt wird der Fisch umgedreht. So ein Fisch braucht ein paar Minuten, um durch zu werden. Gleich ist er fertig. Wir haben unsere Tour hier in Jesolo mit Adriatic Fishing gemacht. Der Captain, Stefan Schwarz, kann gut Deutsch. Es gibt aber natürlich auch andere Anbieter hier, die solche Bootstouren machen. Aktuell werden zwei Fahrten pro Tag angeboten. Einmal von 8 bis 12.30 Uhr, einmal von 14 bis 18.30 Uhr. Die Kosten pro Person bis zum Sommer 2023 sind 100 Euro. Inklusive allen, inklusive Köder, inklusive Ausrüstung. Man muss nichts mitbringen, außer gute Laune und den wilden Fisch zu feiern. Ja, das stimmt. Das haben wir definitiv. Aber der Fisch ist fertig. Der Fisch ist fertig. Ich habe zusätzlich eine Serviette hergerichtet, damit der Fisch noch fertig abtropfen kann. Ich habe den Fisch ja auch, wie ihr gerade sehen konntet, in der Pfanne auch schon ein bisschen hochgestellt gehabt, damit er ein bisschen abtropft. Und jetzt kann man den Fisch von der Serviette entfernen, und dann wird gegessen. Beilagen habe ich heute keine, aber das macht nichts, weil heute geht es darum, wie der Fisch schmeckt und nicht die Beilagen. Ich gehe den Fisch auf die Seite, werde ihn hier einfach ein Stück Gabel rausholen. Kann man auch gleich ziemlich leicht rausnehmen. Und hier, Fisch. Wieder ist super. Er hat ein paar Gräten, die sind aber leicht zu erkennen und ziemlich dick. Das Fleisch sieht gut aus, die Gräten sind leicht zu erkennen. Schmeckt definitiv lecker. Lass ihn dir gut schmecken, Marc. Jetzt habe ich die erste Hälfte vom Fisch. Jetzt tue ich das Rückgrat rauszunehmen. Mit den Gräten hat er auch noch. Perfekt. Ein paar Gräten sind fesselnd da drinnen.
aber der Großteil ist weg. Und jetzt setze ich ihn auf. Und während Marc jetzt den Tisch verspeist, erzähle ich euch noch etwas zu dieser Angeltour, die wir heute gemacht haben. Eine Angeltour, so wie wir sie heute gemacht haben, dauert meistens 4-4,5 Stunden. Es gibt verschiedene Veranstalter dafür. Kostet 100 Euro pro Person. Man bekommt das Angelzeug, man bekommt den Köder. Es wird Hilfeleistung gemacht. Und selbst Leute, die keine Ahnung zum Angeln haben, können so eine Bootstour mitmachen und bekommen vom Captain alles erklärt. In dem Fall bei Adriatic Fishing kann der Captain sehr gut Deutsch. Es war eigentlich eine ganz gute, perfekte Tour für die Art der Angelei, die wir heute hier gemacht haben. Ist natürlich in erster Linie für Touristen gedacht, aber auch wenn man selbst angelt und einmal was anderes erleben möchte, kann man so eine Tour durchaus machen. Und Marc, hat's geschmeckt? Ja, ich bin schon fertig mit Essen. War nicht der größte Fisch. Hoffentlich vielleicht nochmal welche und vielleicht auch größere. Ja, wir könnten in ein paar Tagen noch einmal so eine Tour machen, vielleicht im gleichen Veranstalter, vielleicht auch bei einem anderen. Schauen wir mal. Natürlich sind die auch nicht immer frei. Man muss ein paar Tage vorher am besten anfragen, ob es die Möglichkeit zu einer Tour gibt. Aber wenn man nochmal hier im Urlaub ist oder auch woanders, ganz egal, muss nicht Eselo sein, kann irgendwo anders sein. Auch an der Adria gibt es schöne Fische. Im Herbst gibt es dann auch vermehrt Thunfische. Mahi-Mahi können hier gefangen werden. Und auch einige andere große Fische, bis in den Herbst hinein übrigens. Und jetzt im Sommer, das muss man auch gleich dazu sagen, im Sommer ist eigentlich die schlechteste Zeit im ganzen Jahr. Denn im Sommer, wenn das Wasser sehr warm wird, vor allem in Küstennähe, sind sehr wenige Fische unterwegs. Statt den 4 Wassermakrelen, die Marc heute gefangen hat, kann man manchmal sicher 20, 30, 40, 50 theoretisch fangen. Man darf täglich bis zu 5 Kilo Fisch mitnehmen als Tourist. Ja, das ist sicher mehr als notwendig. Und wie gesagt, so eine Tour kostet aktuell um die 100 Euro. Also man kann es sich sicherlich auch leisten, wenn man hier Urlaub macht. Auf was es natürlich auch ankommt, ist auf das Wetter. Wenn das Wetter nicht so gut ist, wenn es windig draußen ist, ist es auch nicht die beste Idee. Aber das Wetter hat auch gepasst. Es war ein leichter Wind da. Es war aber ziemlich angenehm am Boot. Jedenfalls, ich verabschiede mich jetzt. Der Fisch hat sehr lecker geschmeckt. Ich empfehle euch auch mal, wenn ihr so einen Fisch fängt, dass ihr ihn mitnimmt. Ein Brecher. Ich war so erschrocken, weil da unten ein Geräusch war. Warum bin ich so erschrocken? Diese Woche wurde bei uns in der Unterkunft eingebrochen. Vielleicht haben es schon manche auf meinem eigenen Kanal mitbekommen. Und ja, ist natürlich auch nicht das Schönste, wenn auf einmal neben einem, wo man gerade schläft, ein anderer fremder Mensch vorbeigeht. Rein theoretisch hätte er machen können, was er wollte. Er hätte nicht nur nach Bargeld zum können. Zum Glück ist dieser Einbruch um 4.30 Uhr in der Früh relativ gut ausgegangen. Außer meinem Handy wurde nicht viel gestohlen. Vielleicht erzählen wir euch an anderer Stelle noch einmal, vielleicht auf Marcs privaten Kanal, was alles sonst noch entwendet wurde, was wir später drauf gekommen sind teilweise. In jedem Fall hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr jetzt oder manche von euch inspiriert, auch einmal ans Meer mit Boot angeln zu fahren. Der Angeltag ist nun zu Ende, der Fisch ist gegessen. Ich schneide jetzt das Video schön fertig, spiele es dann hoch und ihr seht es dann. Bis zum nächsten Mal.